Nudeln mit Gulasch, da wird der Uwe sich freuen. Einfach herrlich. Einfach Wasser rein. So. Dann wollen wir mal gucken. Etwas Öl. Das ist wichtig, Hausfrauen, die können uns am besten, dass nicht anbrennt. So, jetzt mal schön Wasser. Uwe, wird Tim mal einen Bremskraftverstärker raus? Du mach mal. Guck ja. Ist er noch in Ordnung? Der ist in Ordnung. Ah, da hätte ich mal eine Frage an dir, Uwe. Was gibt's heute Gutes zum Essen? Was heute Gutes zum Essen gibt's? Heute gibt mal was Anständiges. Und weißt du was? Was? Nudeln mit Gulasch. Ja? Ich hab schon richtig Hunger drauf. Gut. Mir knotschen richtig der Magen. Mhm. Wäre aber noch mal besser Spätzle. Oh, ist mir auch einerlei. Weißt du auch nicht warum? Schlecht. Weißt du auch warum? Ja. Wir haben es gerade Porsche. Der ist in Stuttgart, der hat er ja gebaut. Ja. Und das war Schwäbisches. Da würde ich mal beeilen. Der ist nämlich schon am Kochen. Ach, Kochen? Ja, ja, da mal ein bisschen Dampf. Das gibt es nämlich nichts mehr. Ich guck mal, ob ich noch. Ach, Manni, wenn Moment, ich mal Moment, Nudeln, ich wärst du einerlei. Ist mir alles scheißegal. Ich mach weiter. Hauptsache, wir kriegen was zum Essen, Manni. Keine Nudeln, Spätzle und keine Nudeln. Sag, guck mal, wie die Haube. Halt! Halt, Peter! Ja, Manni. Hast schon auf, aber trotzdem, das geht noch. Ich würde gerne Spätzle essen. Können wir bitte Spätzle machen? Das mir das lieber. Die Nudeln können wir an der Tag essen. Manni, ich hab keine Spätzle. Oder wie heißt das Spätzle? Spätzle. Hab ich nicht, nein. Ja, weißt du, warum ich sie haben will? Weil wir jetzt einen Porsche haben. Ja, und was? Der kommt aus Stuttgart, ist schwäbisch und da isst man gerne Spätzle. Ich esse so Spätzle gerne, weil sie so schön... Manni, dann musst du dir in deinen Porsche setzen, los und richtig, hol. Und hol die Spätzle. Richtig. Ich hol uns aber auch noch für mir einen Apfel mit. Hol einen Apfel, komm. Ja. Lass dir gut gehen. Gut, bis gleich, alles Junge. Klar, ciao, ciao. Mach mal was anderes. Nee. Ach, bis der wieder kommt. Mein Nickerchen ein bisschen. Ach, das tut gut. Manometer. Dafür mache ich schon mal den Gulasch vor. Hey. Ungarisch Gulasch. Schwäbisch und Ungarisch. Toll. Die Körner müssen raus, das ist nicht bitter und das ist auch nicht gesund. So. Die Paprika ist ja ganz wichtig, dass sie so frisch ist wie noch nie. Die Hausfrauen, wir Männer können ja schon gut kochen, aber Hausfrauen haben Herz, kriegen Kinder, sind lieb und die kochen mit Herzen. Was wir Männer tun ja auch mit Gefühl kochen, aber nicht so wie die Frauen. Wir haben ein Stück davon nur abgekriegt. Wir müssen gerecht sein. Frauen können kochen. Lecker Fleisch. Da mache ich mir die gute Butter. Die sollen richtig verwöhnt werden. Ach. Umso kleiner, umso besser. Jetzt kann ich das mal reinmachen. Pfeffer gehört dazu. Salz gehört dazu. Paprika mit Paprika. Eine ungarische Soße muss kräftig sein. Wenn eine ungarische Soße wie Wasser schmeckt, dann ist keine mehr. Danke. Sieht das nicht herrlich aus, dass sich keiner verbrennt? So, jetzt muss ich nur noch auf Manni warten, bis er das Spätzle gebracht hat. Ach, dann ruhe ich mir etwas aus. Ha, etwas relaxen.
Peter. Guten Morgen. Oh ja, noch fast eine Stunde. Sind die schon gekocht oder was? Nee, ich habe ein bisschen weiteren Weg gemacht. Ich wollte Porsche fahren. Dann komm, gucken wir nach. Boah, Mann. Ich kann dir noch eins sagen, mit dem Porsche ist das Ziel ist die Fahrt. Die war die ganze Freude, da war die Fahrt. Deswegen hat man den Weg länger gezogen. Wenn die, der Ziel, das Essen, das Ziel ist die Fahrt. Da verhungert man. Da verhungert man. Das hat aber Spaß gemacht. Nein, ich meine, man verhungert. Aber sie sind gut aus. Schön weich, angenehm. Eine leckere Teigware ist das. Ja. So, Manni. Ja. Yeah. Ich mache jetzt verfeinern. Du kannst uns dann nachher rufen, wenn es fertig ist. Mach ich. Okay. Bis gleich. Bis gleich, Kleiner. Ach ja. Ach ja. Manni! Ja? Hilfst du mir mal? Uwe kriegt ein bisschen her. Ja. Guten Appetit, Jungs. Dankeschön, auch guten Appetit. Uwe? Hier gibt's was Leckeres. Spätzle mit Gulasch. Lecker auch. Herrlich. Dem Uwe schmeckt es. Der Teller ist gleich leer. Der isst immer schnell. Wir nehmen den nicht weg, Uwe. Und dir schmeckt es auch, ne? Du genießt aber. Aber ich genieße. Lecker. Einfach lecker. Ein leckeres Mann, bitte. Danke. Aber ein Lob muss ich dir mir nicht geben. War ja seine Idee, die Spätzle. Hast eine gute Sache gemacht, die schmeckt lecker. Da. Sehr lecker. So cremig mir, gell, Uwe, hast du gemerkt? Genau, war richtig lecker, ja. Sahnig fast. Ja. Mir munden die sehr schön. Ich würde sagen, wir sind jetzt gut gesättigt. Ja. Aber denk an den 928, an den Porsche. Ich versuche mal, ob ich ihn kriege gleich. Ja. Jungs, ihr geht raus und du gibst mir mein Telefon mal. Gut, wir legen mal los. Ich hab Bauch voll. Mach mal los, Autochen weiter. Ja. Ja. Ach ja, Jungs. Aber echt, und nicht in der Ecke wieder liegen, Uwe. Ja, wir müssen es schaffen. Ach ja.